Willkommen zu einer neuen Folge MotoGP 2017 Mod. Wir sind immer noch in Mugello in Italien zum Italien GP und wir sind in der Moto2-Klasse und werden heute mit Mattia Pasini, der ganz, ganz souverän, ganz stark dieses Rennen gewonnen hat, dieses Moto2-Rennen gewonnen hat, werden wir hier unser Moto2-Rennen fahren. Drei Runden sind angesagt. Wolkenloses Wetter muss ich jetzt nochmal ein bisschen korrigieren. Es war ja schon teilweise, ne, so leichte Tröpfchen gefahren. Ne? Also ich würde das Ganze hier auch mal ganz gerne auf wolkig stellen. Und dann können wir auch nämlich schon sofort starten. Ja, das Moto2-Rennen, wir wurden nicht enttäuscht. Es war durchaus über die volle Distanz spannend. Die Moto3 hat ja schon ordentlich vorgelegt mit dieser riesigen Gruppe und unzähligen Überholmanövern. Und ja, eben in der Moto2, da hat sich eine, oder es war nicht eine ganz so große Gruppe. Wir haben da die vier Top-Fahrer, sage ich mal, vorne gehabt. Wir hatten die beiden Mark-VDS-Piloten mit Morbido und Marquez. Wir hatten Pasini mit vorne, der schon das ganze Wochenende über einen guten Speed hat. Und natürlich auch Tom Lüthi, der auf der WM auf dem zweiten Platz ist. Der muss da den Morbido ja so ein bisschen in Schacht halten, damit der da nicht ja, vorne abhaut. So, unser Rennen ist gestartet. Mal schauen, wo wir am Ende landen werden. Drei Runden, kurz und knackig. Los geht's. Und ja, diese Gruppe eben hat sich da vorne so ein bisschen lösen können. Morbidelli ganz ja, überraschend, sage ich mal, musste da ja, ein bisschen Tempo wegnehmen, konnte da nicht mithalten, vielmehr gesagt. Hat dann also abgelassen und hat dann ja sozusagen diesen vierten Platz, der ja durchaus auch sehr gut ist. Man muss ja auch, ne, Richtung Weltmeisterschaft denken. Gerade an den Rennwochenenden, wo du nicht so stark bist, musst du eben das Beste rausholen. Und ein vierter Platz ist da eben auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und hat den dann eben sicher nach Hause geholt. Vorne Marquez und Pasini, die beiden Wilden. Lüthi, der auch einen unheimlich guten Speed gefahren ist, der da mit seinem Bike wirklich super zurechtkam. Die haben sich dann ja um den Sieg. Die sind dann quasi um den Sieg gefahren und war auch gar nicht mal so ungefährlich, ne? So im Hinterkopf hat man dann immer so, ne, Pasini, der kann oder der fährt auch wirklich sehr, sehr wild, der ist extrem spät auf der Bremse. Ein Alex Marquez, der auch immer am äußersten Limit ist, die Wilden, die jungen Wilden, die ja auch mal dann öfters einen Fehler machen, aber es sind alle sitzen geblieben. Und am Ende konnte sich dann eben Mattia Pasini mit den harten Überholmanövern gegen Lüthi und auch gegen Marquez behaupten. So, wir werden hier aus dem Windschatten geholt. Simeon haben wir hier. Vorne haben wir Francesco Bagnaia, der ja leider nicht da vorne mitfahren konnte und auch noch in der letzten Runde gestürzt ist. Leider. Sehr, sehr bitter für ihn. Ja, und jetzt hat die Moto3 geliefert, die Moto2 hat geliefert mit Andrea Migno und mit Mattia Pasini. Beides italienische Fahrer, beste Freunde von Rossi, fahren ja auch auf der Ranch. Und jetzt fehlt es eben, ne, in der MotoGP-Klasse. Da muss dann der Doktor zeigen, dass er es noch kann. Er kann es durchaus. Und damit er da den Triple in dem Sinne zumachen kann. Und dann drehen, glaube ich, alle komplett durch in Mugello. Also die Vorspeise ist serviert. Das Hauptgericht, das wartet. Das ist sehr, sehr heiß. Und einer, der da was dagegen hat, ist auf jeden Fall Maverick Vinales.
der wird da alles versuchen. Ich denke mal, von hinten wird da keiner mehr so sonderlich gefährlich werden. Die Hondas, die Repsol, die läuft nicht so gut, habe ich das Gefühl. Die Ducatis werden auf den Geraden ein bisschen Anschluss finden können, aber ich denke mal, die müssen dann auch so ein bisschen immer nachlassen. Das wird ein reines Yamaha-Duell. So, letzte Runde hier schon angebrochen. Wir kämpfen hier im hinteren Mittelfeld. Das ist doch schon sehr hart. Hier schnell nach vorne zu kommen. Drei Runden sind nicht sehr viel. Aber auch hier nochmal vielleicht im Hinterkopf behalten. Der 2017er Mod wurde ja nochmals geupdatet. Habe ich auch in der Moto 3 Folge gesagt, dass man da mal im Sinne der Fahrer, der Fahrernamen, dann mal Ausschau hält, auch beim Resultat. Denn das wurde auch angepasst an den jeweiligen Skill. Ja, ich kenne das noch in der Moto 2 beispielsweise. Ist ja immer Andrea Locatelli ziemlich weit vorne mitgefahren. Ist ja hier der Teamkollege von Pasini. Und das entspricht ja nicht so der Realität. Und das wurde jetzt eben geändert, angepasst. Bin ich mal gespannt. Ich bin noch kein Moto2-Rennen gefahren nach diesem Update. Das dürfen wir dann gleich nach drei Kurven erfahren. Da vorne, ja, Baldassari. Der hat sich ja auch gleich in der ersten Runde hier in dieser letzten Linkskurve verabschiedet, wollte da an Nakagami vorbei und hat ihn eben abgeräumt. Sehr, sehr ärgerlich, gerade für Nakagami, weil da steht eben momentan die Entscheidung bevor, wird er in die MotoGP aufsteigen, wird der Teamkollege von Quatsche oder nicht. Und mit solch einem Ausfall wird das dann natürlich auch nicht besser. Und auch für Baldassari natürlich sehr, sehr ärgerlich. Er ja zusammen mit Marini in spezielle Lackierung gefahren. So, jetzt schauen wir mal da vorne. Wir haben Morbidelli, wir haben Lüthi, wir haben, okay, wir haben immer noch Andrea Locatelli mit vorne. Alex Marquez, Luca Marini auf 5, Marcel Schrötter 6. Okay, wenn wir uns mal die Abstände, ja, die Abstände sind schon relativ groß, ne, wenn wir mal so drüber schauen, aber ja, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich meine, das Hauptspiel oder das neue MotoGP 17, das erscheint ja dann auch sehr bald. Da freuen wir uns alle auch wirklich sehr, sehr drauf. Aber gut, Moto2-Rennen ist vorbei. Wir haben auf jeden Fall ein spannendes Rennen sehen können. Ich freue mich sehr auf das MotoGP-Rennen. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Das wird ein sehr, sehr emotionales Rennen werden. Ich hoffe mal, dass es der Doktore machen wird. Und ja, wir sind hier am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal beim MotoGP 2017 Mod.